Hi, liebe Leute. Guckt mal, das da ist Dodgy. Und das da ist Aline. Aline ist Gebärdensprachdolmetscherin. Und Gebärdensprache habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist die Sprache, mit der gehörlose Menschen miteinander reden. Und Dodgy ist eben gehörlos und der zeigt mir heute seine Welt. Und einen Satz in Gebärdensprache haben die beiden mir auch schon beigebracht. Ich zeige euch das mal, Achtung. So, oder? Also das heißt so ungefähr zumindest. Heute geht es um Gehörlosigkeit. Das wird eine spannende Sendung. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Die meisten Menschen haben 5 Sinne. Schmecken, riechen, fühlen, sehen und hören. Es gibt aber auch Menschen, die nur sehr wenig oder gar nichts hören. Die, die gar nichts hören, nennt man taub oder gehörlos. Menschen, die nur noch wenig hören, sind schwerhörig. Allein in Deutschland sind das rund 17 Millionen Menschen. Und ca. 80.000 Menschen sind gehörlos. Damit sie sich untereinander gut verstehen, gibt es die Gebärdensprache. Ich lerne heute von Aline und Dodgy, wie man diese Sprache spricht. Dodgy ist gehörlos, seit er ein kleines Baby war und spricht deshalb die Gebärdensprache. Aline ist heute unsere Übersetzerin. Außerdem zeigt mir Dodgy, was er am meisten liebt: Tanzen. Denn obwohl er nichts hört, ist er sogar Tanzlehrer. Außerdem gucke ich mir an, wie unsere Ohren funktionieren. Oder eben auch nicht. Und ich treffe Nina. Sie ist schwerhörig und bekommt bald ein ganz besonderes Hörgerät. Ein Implantat. Es wird durch eine Operation über dem Ohr eingesetzt. Und ich darf dabei sein, wenn es das erste Mal angeschaltet wird. Und damit die Sendung auch alle Leute verstehen können, übersetzt Aline sie. In dem Kästchen da unten rechts. Also, alle bereit? Dann kommt hier der Gehörlosen-Check. Und jetzt, ich probiere es auf Gebärdensprache zu sagen. Und jetzt die Checker-Fragen. Wie spricht man Gebärdensprache? Wie funktioniert ein Cochlea-Implantat? Und wie hört man mit dem Körper? Das check ich für euch. Als erstes bin ich in der Nähe von Essen unterwegs. Hier treffe ich Dodgy und Aline. Die beiden habt ihr ja vorhin schon gesehen. Als Dodgy noch ein Baby war, hat er durch eine Krankheit sein Gehör verloren. Deshalb spricht er Gebärdensprache. Damit wir uns unterhalten können, ist Aline heute dabei. Und mit den beiden kläre ich auch direkt die erste Checkerfrage. Wie spricht man Gebärdensprache? Hallo. Hallo Dodgy. Tobi, hallo. Aline, hallo, grüß Hi. Dich. Schön, euch zu treffen. Ja, mir auch. Ich muss direkt mal fragen, ihr unterhaltet euch ja mit so Zeichen. Was genau ist denn das? Das ist Gebärdensprache? Das ist die Gebärdensprache. Genau, das benutzen wir als Gehörlose. Und das ist unsere Form der Kommunikation. Und da kann man alles sagen, alles. Du kannst einfach so ganz normal, könnt ihr euch unterhalten. Ja, selbstverständlich. Also die Gebärdensprache hat tatsächlich alles, was Kommunikation braucht. Sie ist ziemlich visuell, ne? Man braucht ganz viel Mimik, aber man kann alles damit ausdrücken, was man will, mit den Händen. Und sag mal, Aline, wieso sprichst du Gebärdensprache? Weil du sprichst ja auch die normale Sprache, sage ich mal, oder wie man das nennt. Ich bin Gebärdensprachdolmetscherin. Also ich übersetze von der Lautsprache, das ist die Sprache, die wir Hörenden benutzen, in die deutsche Gebärdensprache, also die Sprache der Gehörlosen, oder eben andersrum. Okay. Und Dolmetschen heißt dann, du übersetzt quasi. Ne? Ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Du machst das ja gerade alles gleichzeitig. Was ich jetzt mache, ist ja gar nicht übersetzen, sondern jetzt antworte ich ja selber. Damit Dodgy das aber auch noch mitbekommt, benutze ich auch die Gebärden. Vielleicht fragt ihr euch ja, warum gehörlose Menschen nicht sprechen wie Hörende. Denn eine Stimme haben sie ja trotzdem. Das liegt daran, dass wir das Sprechen als Kleinkinder vor allem durch Zuhören und Nachsprechen lernen. Eben die Lautsprache. Aber gehörlose Menschen können sich selbst und andere beim Sprechen ja nicht hören. Deshalb ist es für sie viel schwieriger, die Lautsprache zu lernen. Sie sprechen deshalb Gebärdensprache. Dabei gibt es für jedes Wort eine bestimmte Handbewegung und die nennt man eben Gebärde. Oft kommen dann noch Mimik dazu, also was im Gesicht passiert, und die Gestik, die Körpersprache. Und bevor es jetzt weitergeht, gibt's für euch erstmal die Mitmachfrage. Wie funktioniert eine Türklingel für gehörlose Menschen? A. Die Tür geht automatisch auf. Oder B,
Die Klingel gibt Leuchtsignale. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Sagt mal, kann ich nicht eigentlich auch so ein bisschen Gebärden lernen? Also so einen Grund-Crash-Kurs von euch kurz bekommen? Gerne, ja, klar. Cool, okay. Was willst du wissen? Was will ich wissen? Also, vielleicht fangen wir mal mit Tieren an. Vielleicht eins, das man sowieso dauernd so darstellt. Das da, ist das ein Elefant? Nee. Pass auf, Elefant geht so. Elefant. Könnt ihr mal mitmachen? Elefant. Der Rüssel. Cool. Was heißt denn Freundschaft? Freundschaft, so. Ah, Freundschaft. Jetzt vielleicht noch was Lustiges. Was heißt Pups? Pupsen, so. Genau. Okay, cool. Wenn eine Gebärde mal nicht eindeutig ist oder der andere sie nicht kennt, können Wörter auch buchstabiert werden. Dafür gibt's das Fingeralphabet. Jeder Buchstabe ist eine bestimmte Haltung. Also A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K und so weiter. Sieht cool aus, oder? Wie buchstabiert man denn Tobi? Pass auf. T. T. O. B. I. I. So, also T. O. B. I. Also dann würde ich sagen, hallo, mein Name ist Tobi. In der Gebärdensprache buchstabiert man seinen Namen aber nicht nur, sondern jeder hat auch noch einen eigenen Gebärdennamen. Aline und Dodgy haben sich diese Gebärde für mich überlegt. Mit zwei Fingern so die Nase berühren. Man bekommt in der Gebärdensprache einen Namen zugeteilt, der manchmal eine Charaktereigenschaft ist oder irgendwas, was einen besonders macht. Und das ist die Gebärde für neugierig sein. Wirklich? Wir haben gedacht, das passt doch. Das ist ja toll. Genau. Das heißt neugierig. Und jetzt bist du getauft. Du hast quasi deinen Gebärdennamen bekommen. Oh, wie toll. Vielen Dank. Danke. So. Danke. Danke dafür. Danke. Gerne. Das freut mich total. Dann kann ich jetzt ja eigentlich schon sagen, hallo Leute, mein Gebärdenname ist Tobi. War das richtig? Toll. Perfekt. Vielen Dank. Das hat richtig Spaß gemacht. In der Gebärdensprache gibt es für jedes Wort eine bestimmte Handbewegung. Dazu kommen Gesichtsausdrücke und Körpersprache. Gecheckt. Übrigens haben viele gehörlose Menschen eine ganz besondere Klingel zu Hause. Die macht nicht Klingeling, sondern sie leuchtet, wenn jemand an der Tür klingelt. Genauso funktioniert auch der Wecker. Zur gewünschten Uhrzeit blinkt er und man wacht auf. Voll praktisch. Aber warum hören wir eigentlich? Töne kann man hören, weil sie wie eine Welle durch die Luft wandern. Die nennt man Schallwellen. Alles, was in unserem Gehirn als Geräusch ankommt, war also mal eine Schallwelle. Und was zwischen Ohr und Gehirn passiert, sehen wir jetzt. In einem begehbaren Ohr. Jetzt sitze ich gerade in der sogenannten Ohrmuschel. Die kennt ihr ja von euch und die ist hier natürlich einfach nur nachgebaut in riesengroß. Hier kommen also alle Geräusche, die ganzen Schallwellen, die kommen hier an, werden von der Ohrmuschel eingefangen, dann über den sogenannten Gehörgang hier nach innen geleitet. Und wie es da weitergeht, das gucken wir uns jetzt mal an. Und hier im Inneren kommt dann irgendwann das da. Das ist das sogenannte Trommelfell. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist eine ganz feine sogenannte Membran. Also ihr könnt euch das vorstellen wie ein ganz, ganz dünnes Häutchen. Und wenn die Schallwellen hier ankommen, dann bringen die das Trommelfell, Achtung, zum Schwingen. Und diese Schwingungen wiederum, die werden übertragen ins Innere des Kopfes. So, jetzt stehe ich auf der anderen Seite vom Trommelfell. Das Trommelfell wurde ja in Schwingung versetzt. Und diese Schwingung wird über dieses Knochengerüst hier weitergeleitet, bis nach hier hinten zum Innenohr, das man auch Hörschnecke nennt, weil es ein bisschen aussieht wie eine Schnecke. Die ist mit einer Flüssigkeit gefüllt und da ist noch was anderes drin, nämlich tausende von winzig kleinen Härchen. Und diese Härchen, die machen was ganz Wichtiges, die sammeln Informationen zu den Geräuschen, die da ankommen und die werden dann weitergeleitet über den Hörnerv, das was hier hinten so blinkt, ins Gehirn. Und das Gehirn, das verarbeitet diese Informationen. Das weiß dann zum Beispiel, ah, okay, die Stimme, die ich gerade gehört habe, die gehört zum Beispiel zu meiner Mama. Und was hat sie gesagt? Sie hat meinen Namen gerufen. Und all das, diese ganzen Schritte, passieren in unfassbarer Schnelligkeit. Man denkt ja gar nicht drüber nach, dass man was hören will. Das passiert ganz automatisch. Zumindest bei den meisten von uns, bei denen das Gehör richtig und gut funktioniert.
Manche Menschen werden erst im Laufe ihres Lebens gehörlos. Bei ihnen haben sich dann zum Beispiel die Härchen in der Schnecke abgenutzt. Andere Leute kommen schon taub auf die Welt, zum Beispiel weil Mama oder Papa taub oder gehörlos sind und das vererbt, also weitergegeben haben. Und in manchen Fällen wissen Ärztinnen und Ärzte gar nicht, warum jemand gehörlos wird. Es gibt aber eine ganze Menge Geräte, die beim Hören helfen können. Eins davon ist das hier. Das ist ein sogenanntes Cochlea-Implantat. Funktioniert folgendermaßen. Der Teil hier wird bei einer Operation in den Kopf gesetzt, hier so übers Ohr. Ich zeige euch das mal an einem Modell. Das hier ist ein Ohr. Und wenn man jetzt in den Kopf reinguckt, dann seht ihr, dass da dieses Implantat reingesetzt wird. Und das andere Teil, das schwarze hier, das kann man dann einfach per Magnet überm Ohr von außen am Kopf befestigen. Und das hilft beim Hören. Und wie das genau funktioniert, das gucken wir uns jetzt ganz genau an. Denn jetzt als nächstes treffe ich Nina. Nina und ihre Familie haben mich zu ihnen nach Hause eingeladen. Das ist in einem kleinen Dorf in der Nähe von Köln. Voll schön hier. Zu Ninas Familie gehören Mama Sarah, Papa René, Dana, Michel und natürlich Nina. Hallo Nina. Hallo. Hallo alle. Darf ich reinkommen? Ja. Ja? Okay, sehr gut. Schön. Ach toll. Tobi, möchtest du mal mein Zimmer sehen? Wenn ich darf, voll gern. Nina ist schwerhörig auf die Welt gekommen. Sie hat schon als Baby schlechter gehört als andere. Deshalb hat sie, als sie noch ganz klein war, Hörgeräte für beide Ohren bekommen. Und die trägt sie auch immer noch. Wie findest du das eigentlich, dass du so schwerhörig bist? Also es ist etwas komisch und ich bin auch dann traurig manchmal, weil ich nicht so gut hören kann und dann passe ich auch nicht so gut in der Schule auf manchmal. Und da motze ich auch manchmal rum, dass ich keine Hörgeräte haben will. Dann nehme ich die auch manchmal raus und werfe die auf den Boden, weil ich wütend bin. Mhm. Und dieses Cochlea-Implantat, das wird ja richtig hier irgendwie reingesetzt, ne? Mhm. Was für ein Gefühl hast du dabei, dass du jetzt sowas bald kriegst? Also das Gefühl ist irgendwie so Angst, weil ich noch nie operiert wurde. Mhm. Und dann bin ich aber auch aufgeregt, weil ich auch ein bisschen freue. Mhm. Vorher war ich aber auch richtig so, ich gehe nicht ins Krankenhaus. Ich möchte das nicht, nein. Okay. Aber jetzt habe ich gemerkt, die möchten alles nur was Gutes für mich. Ja. Ninas Hörgeräte können nur das verstärken, was sie hört. Leider wird ihr Gehör in letzter Zeit immer schlechter. Deshalb wird es bald kein Hörgerät mehr geben, das ihr ausreichend hilft. Deshalb hat sich Nina mit ihrer Familie für die Operation und das Implantat entschieden. Denn mit dem Implantat soll sie dann fast genauso gut hören können wie hörende Menschen. Wie das genau funktioniert, gucken wir uns später noch an. Jetzt geht's erstmal ein bisschen nach draußen. Wie ist es denn eigentlich für euch als Geschwister, dass Nina schwerhörig ist und Dana nicht? Ich habe das Gefühl, dass es nur ich der einzige Mensch bin auf der Welt, der Hörgerät hat. Das ist manchmal das Gefühl für mich. Fühlt sich das dann manchmal so ein bisschen unfair an? Ja. Mhm. Gab es denn schon mal eine Situation, wo ihr euch gegenseitig helfen konntet oder du Dana Nina helfen konntest? Ja, beim Schwimmen, dann kann sie das halt nicht verstehen. Ach so, weil du im Wasser natürlich die Hörgeräte nicht tragen kannst, oder Nina? Mhm. Genau. Mhm. Und wenn jemand sie dann anspricht, ihr was sagen will oder sie was fragen möchte, dann muss ich ihr das ins Ohr sagen, weil sie es sonst gar nicht hört. Das heißt, manchmal ist es ja ganz toll, oder Nina, für dich, dass du jemanden hast, der weiß, wie es dir geht und dir helfen kann. Toll, weil ich dann auch Unterstützung habe und das ist dann einfach alles leichter für mich. Mhm. Dass sich Dana und Nina gegenseitig unterstützen, finde ich richtig toll. Gleich geht's für Nina und ihre Mama los ins Krankenhaus. Dort bekommt sie das Implantat eingesetzt. Ich treffe Nina später wieder und kläre mit euch so lang die nächste Checker-Frage. Wie funktioniert ein Cochlea-Implantat? Im Krankenhaus bekommt Nina während einer Operation das Implantat für ihr rechtes Ohr eingesetzt. Die OP dauert ungefähr 2 Stunden. Das Implantat habe ich euch ja vorhin kurz gezeigt. Es ist sowas wie ein winzig kleiner Computer, der unter Ninas Haut kommt, über ihr Ohr. Von dem aus geht ein ganz feiner Draht durch die Hörschnecke, kennt ihr aus dem großen Ohr, zum Hörnerv hin. Der Draht übernimmt dann die Aufgabe der Härchen. Normalerweise geben ja die das Signal an den Hörnerv weiter
und der wiederum gibt dann dem Gehirn Bescheid. Aber nur mit dem inneren Teil funktioniert das Cochlea-Implantat noch nicht. Genauso wichtig ist das, was außen an den Kopf kommt. Alle Geräusche um Nina herum werden davon aufgefangen und dann ins Innere geschickt. Und dort geht dann die restliche Reise über den Draht zur Hörschnecke und den Hörnerv weiter, bis die Geräusche schließlich von Ninas Gehirn wahrgenommen und verarbeitet werden. Nach der Operation muss Nina noch ein paar Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben, dann darf sie wieder nach Hause. 5 Wochen später ist alles gut verheilt und ich treffe Nina und ihre Mama noch einmal. Denn gleich bekommt sie das zweite, also das äußere Teil des Cochlea-Implantats. Und ich darf dabei sein, wenn es gleich das erste Mal eingeschaltet wird. Das machen Barbara und Maike von der Klinik. Hallo. 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 Lass dich, setz dich. Hallo. Hallo. Maike setzt Nina jetzt zum ersten Mal den äußeren Teil des Cochlea-Implantats an ihren Kopf. Genau dahin, wo vor 5 Wochen das Innere eingesetzt wurde. Für den ersten Geräuschtest ist es noch per Kabel mit Maikes Computer verbunden. Wahrscheinlich merkst du so ein kleines bisschen was, oder? Ich höre was. Ja, hörst du was? Wie fühlt sich das jetzt an, das da im Kopf zu haben? Irgendwie komisch. Das klebt da jetzt einfach so dran, ne? Ja. Okay. Okay, Nina, jetzt kommen ein paar Piepstöne. Die machen immer dup, 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 dup. Und du musst mir dann sagen, wie laut du die gehört hast. Dadurch kann Maike die perfekte Lautstärkeeinstellung für Nina finden. Mit dieser Tabelle kann Nina zeigen, wie laut oder leise das Piepen für sie ist. Damit Nina gleich nur noch mit dem neuen Implantat hört, nimmt sie das Hörgerät aus dem anderen Ohr raus. Jetzt hört sie zum ersten Mal Stimmen durch das Cochlea-Implantat. Merkst du da irgendwas? Hätte ich ein bisschen nach einer anderen Sprache. Ja. Ja. Nina, Nina, Nina. Du hast das ganz toll gerade gesagt. Das hört sich wie eine andere Sprache an. Verstehe nicht. Du verstehst nicht? Nee. Durch den Minicomputer im Implantat hört Nina ganz anders als hörende Menschen. Für sie hört sich erstmal alles wie eine Aliensprache an. Deshalb muss sie das Hören jetzt neu lernen. Bestimmte Laute, zum Beispiel der Sch-Laut, muss Ninas Gehirn neu abspeichern. Denn das Implantat übersetzt alles ein bisschen anders, als Nina es bis jetzt kennt. Je mehr sie übt, desto besser. Gleichzeitig stellt Maike das Gerät immer noch besser für Nina ein. Und ich darf auch ein bisschen mit ihr üben. Nein. Sehr genau, sehr genau. Ja. Oh, das war laut. Hut. Je länger Nina das Implantat trägt, desto mehr wird sie sich und vor allem ihr Gehirn an die neuen Geräusche gewöhnen. Krass, du bist so krass. Ein Cochlea-Implantat kann das Hören nachahmen. Ein winziges Gerät schickt die Geräusche von außen zum Gehirn. Gecheckt. Nina, ja? Darf ich dich jetzt noch mal kurz fragen, soweit ich das verstanden habe, hörst du ja jetzt mit dem rechten Ohr ganz anders als mit dem linken, ne? Ja. Kannst du es mal beschreiben? Also meine Mama spricht wie ein Roboter, hört sich das an. Also die Stimme klingt ganz anders? Ja. Ich bin auf jeden Fall voll froh und finde es super lieb, dass ich bei allem dabei sein durfte. Bis sich das alles normal für Nina anhört, dauert es noch ein paar Monate. Ich hoffe, sie kommt bald richtig gut mit dem Implantat zurecht. Für Nina ist so ein Cochlea-Implantat super. Aber nicht alle Gehörlosen oder schwerhörigen Menschen finden diese Implantate gut. Die, die dagegen sind, sagen, also Menschen mit CI können nie so gut hören wie hörende Menschen. Und außerdem haben Gehörlose ja eine Sprache, die Gebärdensprache. Und die würde dann vielleicht fast gar nicht mehr benutzt werden. Und ich meine, seien wir mal ehrlich, Gehörlosigkeit ist ja keine Krankheit. Also muss es auch nicht durch ein CI geheilt werden, finde ich. Naja, und die, die dafür sind, die sagen, es ist doch super, dass es sowas gibt. Ich meine, wer ein CI trägt, der kann sich viel besser mit hörenden Menschen unterhalten. Wenn es moderne Technik gibt, die sowas ermöglicht, dann sollte das doch genutzt werden. Fachleute sagen, dass Nina die ideale Patientin für ein Cochlea-Implantat ist. Denn Nina ist ja mit Hilfe von Hörgeräten hörend aufgewachsen und hat so auch die Lautsprache, also die gesprochene Sprache gelernt. Und ein Cochlea-Implantat ermöglicht ihr, diese gesprochene Sprache auch weiter zu verstehen. Und deshalb freue ich mich total, dass Nina die Möglichkeit hat, ein CI zu bekommen. Und generell gilt doch,
Hauptsache, wir Menschen können gut miteinander leben. Also sowohl die, die hören können, als auch die, die nicht hören können. Und auch die, die sich für ein Cochlea-Implantat entscheiden. Und auch die, die sich dagegen entscheiden. Jetzt bin ich nochmal mit Dodgy und Aline unterwegs. Denn ich will unbedingt noch erfahren, wie Dodgy Musik wahrnimmt, wenn er tanzt. Guckt mal, was er für ein super guter Tänzer ist. Vor ein paar Jahren war Dodgy sogar Europameister im Hip-Hop. In seinem Tanzstudio klären wir jetzt noch meine letzte Checker-Frage. Wie hört man mit dem Körper? Als erstes bringt Dodgy mir ein paar Schritte bei. Also, er versucht es zumindest. Im Tanzen bin ich jetzt vielleicht nicht der Allerbeste. Naja. Ey, Dodgy, ich find's wahnsinnig beeindruckend, wie du als jemand, der die Musik ja gar nicht hören kann, so krass toll tanzen kann. Kannst du mir mal erklären, wie das geht? Weil ich meine, ich finde ein Lied toll und bewege mich dazu, aber du musst das ja irgendwie anders machen. Kann ich dir das, soll ich das mal zeigen? Ja, klar. Zum Beispiel eine einfache Serviette, eine Papierserviette. Und wenn die Musik kommt, dann treffen die Schallwellen auf diese Serviette und dann kann man das selber mal ausprobieren. Mach nochmal an. Also du machst jetzt quasi die Musik sichtbar. Guckt mal, Leute, so sieht man es noch besser. Das vibriert richtig. Das vibriert total, klar, man sieht es richtig. Und das spürst du. Das spürst du im ganzen Körper dann. Ganz genau. Das überträgt sich und das kann ich dann fühlen. Die Schallwellen der lauten Musik bringen aber nicht nur die Serviette zum Schwingen, sondern zum Beispiel auch die Wände und den Boden. Diese leichte Bewegung kann Dodgy dann im Körper spüren. Dadurch erkennt er den Rhythmus und kann dazu tanzen. Richtig beeindruckend, oder? Als Dodgy 6 Jahre alt war, hat er das Tanzen für sich entdeckt. Seitdem gehört es zu seinem Leben und ist jetzt sogar sein Beruf. Er unterrichtet Gehörlose, Schwerhörige und hörende Kinder. Dodgy hat das Tanzen Selbstbewusstsein gegeben. Und das gibt er auch an seine Schülerinnen und Schüler weiter. Durch die laute Musik überträgt sich die Schwingung der Schallwellen auf unseren Körper. Man spürt den Rhythmus und kann dazu tanzen. Gecheckt. Dodgy und ich üben jetzt noch ein bisschen und für euch gibt's die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wie funktioniert eine Türklingel für gehörlose Menschen? A. Die Tür geht automatisch auf. Oder B. Die Klingel gibt Leuchtsignale. Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal. Es gibt eine Klingel für gehörlose Menschen, die leuchtet, wenn draußen jemand klingelt. Richtig ist also Antwort B. So, liebe Leute, damit sind wir am Ende der Sendung. Ich habe heute eine ganze Menge gelernt und richtig tolle Menschen kennengelernt. Und Dodgy, dem wollte ich nochmal sagen, danke, dass du mich so mitgenommen hast. Und ich finde es richtig beeindruckend, wie du das alles machst. Also wirklich, vielen, vielen Dank. Und Aline, dir auch. Wie du hier so nebenher sprichst und gebärdest und so, ist toll. Danke dir. Danke. Und jetzt haben wir uns was überlegt. Zu dritt machen wir jetzt noch die Gebärde gleichzeitig für euch. Die heißt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bereit? Also. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und der 1000 Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!